Die Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen stehen an. Im Oktober und November sind alle schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgefordert, ihre Vertretung zu wählen. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beteiligen Sie sich bei der Wahl für die Schwerbehindertenvertretung. Sie sind Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, wenn es Probleme in dem Betrieb gibt. Und Sie sind die Schrittmacherinnen und Schrittmacher für Inklusion in den Betrieben. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, es geht ja nicht nur darum, um Inklusionsbetriebe, sondern egal wo Sie arbeiten, egal in welchem Bereich, wenn mindestens 5 schwerbehinderte Beschäftigte beschäftigt sind, dann besteht die Möglichkeit zur Wahl einer Schwerbehindertenvertretung. Also nehmen Sie dieses Wahlrecht wahr und seien Sie dabei. Die Schwerbehindertenvertretung ist Ansprechpartnerin und Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt. Sie sind bei Bewerbungsverfahren dabei, sie kümmern sich um umfassende Barrierefreiheit in den Betrieben und sie schauen, dass es Nachteilsausgleiche gibt, wenn sie eine Behinderung haben oder im Laufe des Berufslebens gesundheitliche Probleme bekommen. Stärken Sie Ihre Interessenvertretung in den Betrieben, gehen Sie zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung. Wir wollen, dass Teilhabe auch im Arbeitsleben möglich wird. Und auch wenn viele Fortschritte jetzt in der Vergangenheit schon erreicht wurden, so braucht es trotzdem immer noch jemanden, der Tag für Tag sich für dieses Ziel einsetzt. Das heißt, wir brauchen die Schwerbehindertenvertretung. Wir brauchen Sie und deswegen machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht, getreu dem Motto, nichts über uns, ohne uns.